Wie gesagt, ihr wisst ja alle, ich nehme das Spiel auch auf, so ist es nicht. Ups. Und ich habe die Steuerung wieder komplett vergessen. Komplett. Hä, ich habe gerade... Oh. Oh. Okay. Ich war anscheinend gerade bei der Kiste. Okay, das ist zu hoch. Sie schimmelt gleich beim ersten Mal. Hä? Es erstellt sich... Was ist gerade gleich beim ersten Mal? Mein Gott. Das wird aber schwierig. Hm? Naja, der Arztbesuch von gestern erhöht meine Anspannung immer mehr und ich bin müde wie blöde. Aber muss schon. Und selbst so, ja. Mein Auge sah gestern fürchterlich aus, aber es sieht mittlerweile wenigstens besser aus. Bin ich sehr froh drum. Habe nämlich voll die Gerstenkornentzündung oder so. Ich würde sagen, wir gehen einfach auf die Dächer. Ich habe es wirklich irgendwie gefühlt. Okay. Gefühlt weiß ich gerade nicht, was ich tue. Richtig. Und Standbild. Ah. Ich finde das toll, dass ihr immer Standbilder habt. Ganz große Klasse. Das macht mich schon ein bisschen traurig, ne? Aber auch nur ein bisschen. Das ist ein Hexglitch. Wir haben ja, das, beim letzten Mal haben wir es ja, habe ich ja, Glaubst du, du wärst da drüben vor mir sicher? Wow, wow! Die Frau, sie rennt, sie glitscht einfach, sie, wow, war unheimlich. Die Frau war unheimlich. So, wir sind jetzt einfach damit beschäftigt, quasi die letzten Truhen auf, in diesem Stadtteil einzunehmen, weil wir ja beim letzten Mal hier eben, den Bannenkrieg gewonnen haben. Hier ist die Karte Ende, ne? Jo. Okay, wie renne ich denn? Ich glaube, keine Ahnung. Ich renne wahrscheinlich jetzt 5-mal hin und her. Aber macht nichts, wir gehen nämlich einfach über die Dächer. Das ist nämlich ziemlich schnell. Aber dafür muss ich erstmal über diesen Zaun kommen. Das ist aber auch nicht schwierig. Das sollte sie hinbekommen. Okay, das geht noch nicht. Okay, klettern wir mal klassisch hoch. Neue Festplatte Hype. Was für eine. Ich habe jetzt, ich bin so todmüde. Dann geh früh schlafen. Was ist mit traurig? Ach, ich weiß nicht. Ich habe jetzt eine 3 TB Festplatte von Medion. Wo auch sonst her. Ja, richtig. Die soll mich jetzt einfach, weil ich ja gesagt habe, ich nehme jetzt die ganzen Livestreams mit auf und ich habe ein bisschen Sorge, dass die... Ich habe ja 1 TB momentan für die Aufnahmen und ich habe ein bisschen Angst, weil ich schaffe es ja auch nicht immer, alles pünktlich zu schneiden und sonst dergleichen. Da habe ich ein bisschen Sorge, dass ich das schaffen würde und deswegen habe ich mir jetzt gesagt, weil ich habe tatsächlich, ich habe die Festplatte im Personalkauf bekommen. Und dadurch, dass es auch noch eine B-Ware-Festplatte ist, B-Ware bedeutet bei uns, dass sie technisch einwandfrei ist. Sie hat nur eben Gebrauchsspuren, wie zum Beispiel ein Kratzer oder dergleichen auf dem Gehäuse oder sonst dergleichen. Also total irrelevant, womit man auch durchaus leben kann. Und ich habe dafür, was betrete ich gerade? Und ich habe dafür 80 Euro jetzt, also werde ich zahlen. Und für 80 Euro 3 Terabyte, da kann man nichts sagen. Gar nichts. Sponsert bei Medion, ja, schön wär's. Weil das so nah am Rand, ach so, ja, okay, weil das so nah am Rand ist. Da wollen wir auch nicht weiter. Warum komme ich nicht rüber und erteile dir mal eine Lektion? Solltest du nicht machen, weil das mein Gebiet ist. Es ist mein Block, mein Gegend. Oh, wir haben alle gepressten Blumen hier in diesem Stadtteil gesammelt. Das ist doch schön. 80 Euro, 3 Terabyte, Hammer, ja. Oder sogar 90, aber ob jetzt 80 oder 90, das macht jetzt den Braten auch nicht mehr fett. Wow, da wurde mir jetzt ein bisschen schlecht bei. So ein bisschen war das jetzt eigenartig. Will auch. Hm. Wo ist der Reflink? Tja, Leute. Arbeitet bei meiner Kackfirma
Das wäre es noch, Rapplink, ey. Aber selbst ganz ehrlich, selbst wenn es so was geben würde und das wäre wirklich innovativ für für mein Unternehmen, wir werden das in 10 Jahren erst machen, wo es quasi schon gang und gäbe ist, so wirklich, und wo es dann auch irrelevant geworden ist, tatsächlich. Kackfirma. Hallöchen, meine Süßen. Hallo, liebe Asura. Wie geht's dir? Und warum danke für die 90.000? Das ist, ich meine, ich glaube, seit letzter Gamescom weiß jeder, dass ich dort arbeite. Tatsächlich. Ich bin immer in letztes Jahr dahergelaufen und habe Flyer verteilt. So, und den anderen kann sich mal gekrönt. Hallo Maulwurf, schön, dass du auch mal wieder reinschaust. Wie geht's dir? Oh, wir sind genau auf der Truhe gelandet. Und dann habe ich mich kurz gefragt, wo ist die Truhe? Das macht keinen Sinn, das ist richtig. Hier haben wir wieder einen Hexglitch. Ach, hier, Glitch. Ach, wir haben sogar. Ach du Scheiße. Ach, die Themse ist auch noch ein. Oh, geil. Welches Gebiet ist denn die Themse empfohlenes Level 4? Also, das könnten wir hinbekommen. Aber erstmal sammeln hier weiter. So. La 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 la. Die haben hier nichts mehr zu suchen, die Leute. Sie Leben zurückbringen? Oh Gott. Das Ziel läuft davon. Schön, dass er auch hier gewartet hat, der Typ. Hallo? Wieso? Ich wollte doch nur den Hextail-Glitch eigentlich einsammeln. Wohin muss ich? Wohin muss ich? Entschuldigung! Hallo? Nein, nein, nein! Oh! Junge, wir waren doch schon da! Echt mal, dräng sie einfach ab! Knall sie einfach gegen die Wand!
Ich versuche gerade mit dem Pferd zu wenden. Danke. Oh, bitte. Okay, schreib mich an, wenn du da bist. Unterwegs. Die Themse wird bei Sequenz 6 noch lustiger. Pferd, geh doch mal bitte aus dem Weg. Muss ich nur ein bisschen durchquetschen, dann geht das auch. Oh. So, wir haben das geschafft. Wir haben es geschafft. Abgeschlossen, das Ziel. Das Ziel ist auch lebend wieder angekommen. Jetzt können wir fortsetzen drücken. Die Themse wird bei Sequenz 6 noch lustiger. Kopfjagd abgeschossen. Die Themse nicht bewusst gemacht tatsächlich. Ich wollte, wie gesagt, eigentlich nur hier die Sequenz einsammeln. Aber das Coole daran ist, warte, habe ich jetzt schon einen Teil gemacht, um die Themse freizuschalten? Ja, ne? Spiel mal Terraria. Besitze ich leider nicht und habe ich auch tatsächlich nicht die Muße aktuell. Nein, ich renne einfach an dir vorbei, weil ich keine Lust auf dich habe. Eine Formulierung, bitte. Und Agnesia, das macht mich so glücklich, dass du das... Du könntest sie auch tot rammen. Das nur so am Rande. Ich versuche sie ja die ganze Zeit tot zu rammen, aber ich kann anscheinend so schlecht Kutschen fahren. Fokusmut ist doch auch was Feines. Ja, das hoffe ich, solange ihr euch untereinander auch noch ein bisschen unterhalten könnt und bespaßen könnt, dann ist es... Ich hoffe ja einfach, dass mal der Multiplayer von, Stardew Valley rauskommt. Bei dem würde ich echt gerne spielen. Okay, ich würde sagen, das hat nicht funktioniert. Warte mal. Geh mal ganz auf die Kante. Okay, die legen sich mit der Polizei an. Das war irgendwie klar, dass das nicht funktioniert. Aber. So funktioniert es auch nicht, aber ich habe rausgefunden, wie es funktioniert. Es ist viel leichter, als man denkt. Viel einfach. So. Richtig einfach. Wer streitet sich da eigentlich die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Isa, ich lerne eben von dir und den anderen Birdies hier. Das freut mich. Da beim Fanny nur so ein, zwei, so irgendwie zu viele Sachen, die ich gucke. Und da muss man Prioritäten setzen. Oh, das macht mich so glücklich. Juhu, ich bin eine Priorität von jemandem. Aber streamt Fanny aktuell momentan noch? Also ich krieg das, ich krieg ja sowieso nicht viele Streams mit, aber momentan kriegt in der Hinsicht nämlich auch nicht, leider gar nichts mit. Alle, hopp. Okay. Ja, die letzten Tage nicht so oft. Okay. Okay, jetzt ist die Frage, wie komm... Ups, falsche Taste. Ah, wie komme ich denn da runter? Wie komme ich denn da runter? Gibt es hier einen Brunnen oder sonst dergleichen? Ah, wahrscheinlich durch diesen Schacht. Eventuell. Nur eine Vermutung. Ist aber auch nasses Wetter, da muss man raus. Mir Unfollow ist raus. Hey, wen hast du angefollowt? Du bist, oder bist du bei mir jetzt raus? Hä, aber das Wetter, weiß ich nicht. Momentan ist, finde ich das aber auch nicht mehr so cool. Danger. Nitroglycerinkisten. Ups. Was passiert da? So.
Und jetzt gehen wir hier in diesen Stadtteil. Also es, wir sind immer noch im gleichen Stadtteil, das ist richtig, aber in dem Teilbereich des Stadtteils. So, cool, die haben mir ja richtig gut abgelenkt. Es war alles geplant. Ja, das Einzige, was mich so wirklich stört, sind andere Menschen, der Rest geht. Andere Menschen, die draußen sind. Mich stören immer die bauchfreien Menschen. Oh, da kommt ein Zug. Ist aber nicht unser, nein. Gestern war Weltuntergang. Ja, gestern hat es auch ein bisschen geregnet und gestimmt bei uns. Aber nicht so stark tatsächlich. Aber momentan ist das Wetter echt unbeständig. Es hat nur wirklich einmal angefangen. Das war voll witzig, weil wir haben gestern das Motorrad von meinem Schwager weggefahren. Und er musste das, hat es gerade wirklich geparkt und dann hat es danach angefangen zu regnen. Ich weiß nicht, boah. Und da dachte ich auch nur so, wie viel Glück hat er jetzt gerade bitte gehabt? Tschö, tschö, Dagnisia, hast du jetzt auch ab? Ihr verwirrt mich gerade. Also irgendwie, entweder kriege ich mal wieder nichts mit, was draußen passiert, was durchaus auch durchaus der Fall sein kann. Oder es war bei uns nicht so schlimm. Regen ist Beste. Ich liebe Regen, ich liebe Gewitter. Boah, wirklich, ich liebe es, im Bett zu liegen und es dann richtig Gewitter zu haben. Die Katze hat sich erschrocken. Bombenhagel! Aber das gibt's nicht in Deutschland. Hast du mal einen Bombenhagel erlebt? Ich meine, ich habe einen Bombenhagel noch nie erlebt. Ich glaube, die Schäden, die da entstehen, die möchte ich auch tatsächlich gar nicht erleben. So, wir porten jetzt einfach mal dorthin, weil wir dann eben näher in dem Bereich sind, wo wir noch Sachen einsammeln müssen, definitiv. Hi! Hallo 101! 101, wie geht's dir soweit? Alles klar? Schön, dass du wieder reinschaltest. Drücken Sie F, um einen Reflexwurf auf einen gelb hervorgehobenen Gegner durchzuführen. Hast Twitch, wie immer, Tobi, ne? Wie immer. Never lucky today, never lucky. Ich glaube, dann wäre von mir nicht viel über. Stellst du dich immer in den Hagel? Ich meinte, man kann ja auch Hagel erleben, wenn man in einem sicheren Gebäude ist. So meinte ich das. Nicht, was du schon wieder denkst hier. So ein Käse. Klaro bei dir? Jo. Ich habe nur so ein geiles Gerstenkornauge. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Das sah gestern auf jeden Fall schlimmer aus und ich habe das Augenlid auch nicht mehr richtig aufbekommen. Ja, ich weiß, ich muss gerade mal so ein bisschen, ne? Aber ich bin froh, es juckt jetzt nur noch und es wird besser. Aber ich habe mal gesehen, wie ein Auto von mir in die Luft wird. Wie cool ist das denn hier auf diesem Gasometer? Ein Schwimmbad bei plus 30 Grad, das definitiv. Weil du hast gesehen, wie ein Auto vor mir in die Luft gegangen ist, da fühlt man sich sicher, ja. Ja? Kann ich irgendwie nachvollziehen, diese Argumentation von dir? Ich frage mich nur, warum du ein solches Auto erlebt hast. Also viel sieht man nicht, Isa. Das ist beruhigend. Azura steht vor Azura. Auto macht Boom. Ja, ich habe es schon... Ich habe es wahrscheinlich einfach nur falsch vorgelesen. Tut mir leid. Wow, ich dachte, sie fällt jetzt voll durch die Lücke da.